Hallo meine Lieben, ja, das Bild sagt schon mehr als 1000 Worte, was ich jetzt gerade gemacht habe. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für alle, die ständig einschalten. Danke, dass ihr mir zuschaut. Für alle, die jetzt neu dabei sind, hallo, du bist hier, ich bin verrückt. Nein, Quatsch. Du bist bei mir gelandet. Ich heiße Joana. Bin 32 Jahre alt, habe Alopecia areata jetzt seit einem Jahr und Moment, also Februar, März, April, Mai, Juni, ja, und 4 Monaten. Ein Jahr, 4 Monate und mittlerweile seit 5 Monaten, ich habe bald mein 6-monatiges, holla die Waldfee, ja, was habe ich? Was ist los auf meinem Kopf? Ich denke, es wird an der Zeit, dass ich euch das einmal ganz kurz zeige. Schaubetini mal aus. Ja. Das ist los auf meinem Kopf. So sieht es jetzt momentan aus. Es ist nach einer Woche. Einer Woche Rasur sozusagen. Naja. Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, wenn man im Licht guckt. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Es kommen überall Haare, aber halt nur, die sind ganz, ganz hell. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann ja mal versuchen, rein zu zoomen. Zoom, 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 zoom mal rein. Und jetzt versuche ich das mal scharf zu stellen. Moment. So, nochmal. So, wir sind ja immer noch in der Aufnahme. Also ihr könnt sehen, da kommt was. Ja, vereinzelt habe ich manchmal so ein Pickelchen. Das ist nun mal leider so. Es wird auch nicht irgendwie ausgehen. Ja, wieder zurück. Da bin ich wieder. Ja, hallo? So, ich habe jetzt beschlossen, ich bleibe einfach so. Ist jetzt egal, ihr kennt mich schon so. Ja, wie gesagt, hier sind noch so ein paar Stellen, da sind ganz kleine Härchen und die müssen jetzt mal dunkel werden und dann könnte ich eventuell so rausgehen. Das ist übrigens eine Stelle aus dem Juli letzten Jahres, die möchte einfach nicht zuwachsen. Da sind ganz viele weiße Haare drauf, aber die werden irgendwie nicht dunkel. Manchmal dauert's. Die Seiten dauern am längsten, das kann ich euch sagen. So, kommen wir jetzt mal zurück an Sicht. Und ich hoffe, dass man das irgendwie sieht. Ich versuche mich jetzt mal zu drehen. So. So. Ich hoffe, ihr seht das. Also ich rede natürlich jetzt auch zur Wand. Hier noch dieses große Loch. Dieses hier wächst sehr, sehr gut zu. Das hier oben fängt auch an zu wachsen. Hier sieht man schon dunkle Haare in der Mitte. Das hier wächst auch. Hier ist noch eins, das will noch nicht so ganz, ist auch als letztes mitgekommen. Und hier sind noch irgendwie 2 kleine Stellen, aber die sieht man dann gar nicht, wenn die Haare wachsen. Wichtig ist jetzt halt erstmal irgendwie, dass dieses Teil hier zuwächst und hier hinten halt. Und dann kann man damit doch schon fast rausgehen. Also ich werde definitiv, sobald die Stellen zu sind und man muss wirklich nur 2 Wochen warten, dann sind die schon wieder voll flauschig? Ja, werde ich damit draußen rumlaufen? Wie geht es mir sonst? Was habe ich gemacht? Ich wollte euch noch mal eben was zeigen. Ich hole es mal eben. Und zwar nehme ich halt einfach überhaupt nichts mehr, außer dass ich ein Shampoo jetzt habe. Das ist ein Shampoo von Linea. Shampoo. Shampoo und dann ist das irgendwie so ein Conditioner. So, Haar- und Kopfhautregenerator heißt das. Und das andere ist ein Daily Aktivator. Okay, was ist was? Shampoo, ganz kleine Menge bei der kurzen Haarlänge. Kenners. Also, das ist nicht mal. Ach Gott, da nehme ich so viel wie. Eine Kirsche ist zu viel. Weniger, wirklich. Weniger von dem Shampoo. Ich habe das jetzt seit Februar ungefähr in Gebrauch. Ich glaube, Mitte Februar, Ende Februar. Und wir haben jetzt den, lasst mich lügen, 4. Juli. So, der 4.
Ach, weiß ich gar nicht. Nee, der 5. Ja, der 5. Juli und die Tube ist einfach nicht leer zu kriegen. Also definitiv. Also früher hätte ich die in 2 Wochen leer gehabt. Aber jetzt, mein Gott, also es hält wirklich lange und ihr braucht da wirklich nur ganz, ganz wenig von. Und ja, dann habe ich halt dieses, also das ist dieses Daily Shampoo, das hier und habe halt das, den Haar- und Kopfhautgenerator, das ist wie ein Conditioner, den macht ihr dann hinterher nochmal einmal kurz drauf, auch wenig, lasst es einwirken, ja, und dann habe ich noch dieses, das ist so wie so ein Kopfwasser sozusagen, das ist diese Tube hier, kann man jetzt nicht so gut sehen, aber was ist das? Das ist der Daily Aktivator, den machst du morgens einmal drauf, lässt kurz einwirken, bevor du die Perücke aufsetzt und dann abends nochmal. Ob dieses Zeug was bringt, ganz ehrlich, ich kann es euch nicht sagen oder ob es einfach nur die Einstellung ist, die ihr dazu habt. Ich habe gesagt, das ist das Letzte, was ich jetzt irgendwie teste, aber auch nur, um euch irgendwelche Informationen geben zu können, bringt es was, bringt es nichts. Was ich wirklich sagen kann, ist, dass die Haare, die nachwachsen durch dieses Zeug, viel weicher sind als mit normalem Shampoo. Die sind richtig flauschig, also ganz, ganz kuschelig. Das ist voll schön. Also das kann ich wirklich sagen. Das hat sich komplett verändert. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, durch diesen Regenerator, habt ihr, na, wie soll ich das sagen, so ein bisschen klebrig. Klebrig ist das auch nicht. Wenn ihr drüber fasst, dann ist das so ein bisschen glänzend. Also wenn ihr die Haare rasiert und das Zeug natürlich drauf habt, dann kleben die ganzen Haare am Kopf. Oh, das ist so schön. Aber ihr geht dann nachher eh duschen, also von daher ist das total egal. Ja, ansonsten komme ich eigentlich relativ gut klar. Ich muss wirklich sagen, der Sommer mit Perücke, ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ich dachte so, ah, mit den ganzen kurzen, die du jetzt hast, bist du ganz gut dran. Also, ich bin zum Teil echt kaputt gegangen unter dem Ding. Obwohl ich nicht mal mehr Haare drunter habe. Stell ich mir jetzt vor, ich hätte das wie im Oktober noch die Haare drunter. Ich würde kaputt gehen. Ich würde absolut kaputt gehen mit einer Wig Cap noch und dann die Haare drüber. Oh Gott, nein, definitiv nicht. Das Einzige, was wichtig ist, ist, wenn man zu Hause ist, Perücke gleich vom Kopf. Aber man sitzt halt den ganzen Tag, also so wie ich, sitze den ganzen Tag im Büro und sitze da und ja, gehe ein. Ich bin Gott sei Dank nicht so ein Mensch, der mega schwitzt. Aber es ist halt einfach irgendwo unangenehm. Ich habe dann auch manche Tage wirklich gesagt, ist mir jetzt egal. Du gehst jetzt und nimmst die Perücke ab und setzt dir halt einfach so eine dünne Mütze auf. Ob das jetzt viel besser ist, ich kann es euch nicht sagen. Nimmt sich nicht wirklich viel. Die optimale Lösung für den Sommer habe ich definitiv noch nicht gefunden. Und die langen Haare, die zum Ankleben alle, möchte ich im Moment nicht. Und vor allem die ich zu Anfang gerade auf hatte, die Echthaarperücke, die ist wirklich sehr, sehr dick. Also diese hier. Man denkt jetzt so, oh, man kann ja durchgucken, die ist nicht dick. Doch, sie ist dick. Die Haare sind schwer. Das sind viele Haare. Gegenüber den anderen Echthaarperücken, die ich habe, sind das hier wirklich sehr, sehr viele Haare. Und ich würde drunter kaputt gehen. Auch wenn die Montur an sich luftdurchlässig ist. Es ist aber vielleicht auch so, dass ich einfach möchte, dass sie jetzt mal langsam wiederkommen und es einfach mal vorbei ist. Ja, aber wenn man es einmal hat, dann kann es immer wiederkommen. Und das Wichtigste ist, dass man selbst sagt, ja, mein Gott, es ist halt jetzt so. Was soll ich machen? Soll ich mich jetzt jeden Tag drüber aufregen? Nein, es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Und seit neuestem gehe ich ja auch so ein bisschen mehr öffentlicher bei Instagram damit um. Falls ihr mir folgen wollt, ich heiße da BeLovelyJoe, genau. Da poste ich öfters Fotos und da gibt es auch ganz, ganz tolle Mädels, die auch Alopecia haben. Unter anderem auch englischsprachige, die eine mag ich total gerne. Also die benutzt jetzt, also ihre eigenen Haare sind schon wieder ein bisschen länger, so bis hier ungefähr, so, ja, ich glaube Lauren Reynolds oder sowas heißt sie
Und dann hat sie ein Haarteil aufgesetzt und es sah so echt aus. Es sah so gut aus. Wirklich. Also ohne Spaß. Und da habe ich mir so gedacht, sorry, ich bin halt noch ein bisschen müde. da habe ich mir so gedacht, ja, es wäre so schön. Das wäre vielleicht doch noch irgendwie. Naja, was soll's. Jetzt im Sommer bin ich wirklich ein bisschen neidisch, weil baden gehen, entweder du gehst jetzt so, stehst da komplett zu, oder du lässt es halt, ne? Und dadurch, dass ich halt ein bisschen mopsiger geworden bin, weil ich dieses eine Jahr gedacht habe, ja, jetzt ist es halt einfach mal. Und am Anfang dachte ich, ich bin halt so ein, oh, Essen ist halt lecker, ne? Mensch. Und ja, habe ich das halt irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich passe zwar noch in meine ganzen Sachen alle rein, also bis auf so ein paar Hosen. Aber ja, da achten wir jetzt demnächst mal wieder drauf, falls ihr irgendwie Interesse habt. Ich habe ja schon mal 23 Kilo abgenommen. Wenn ihr Lust habt, kann ich da vielleicht auch mal Videos drehen, sagen, wie ich das so mache. Und vielleicht ist es auch für mich ein bisschen einfacher, wenn ich so ein bisschen Unterstützung habe von euch. Ich weiß es nicht. Ich muss meinen inneren Schweinehund erstmal wieder besiegen. Wenn man den geknackt hat, dann ist alles möglich. Wirklich, ich hatte ja in 4 Monaten 23 Kilo abgenommen. Von daher, das ist möglich. Ich möchte nicht viel. Ich möchte ungefähr 5 bis 7 Kilo oder so abnehmen. Aber, mein Gott. Bis dahin leben wir erstmal wieder ein bisschen. Man muss nicht immer nur verzichten im Leben. Ich meine, gut, ich verzichte jetzt gerade auf Haare. Hallo? Ja. Ja, vielleicht, was soll ich noch sagen? Wie ging es mir sonst so? Ja, ich lese halt oft auch in der Gruppe bei Facebook viele, die Neuen, die Alopecia kommen. Das es wirklich ein langer Weg ist, bis man dahin kommt, wo ich jetzt bin, sozusagen. Ich selber habe dafür lange gebraucht. Also wirklich. Also bis ich sie ja abrasiert habe, hat es 10 Monate gedauert. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte viele Haare und da konnte dann auch zwar viel ausfallen, aber ich konnte es wirklich, wirklich lange überdecken. Bloß so im Nachhinein denke ich mir, mal ganz im Ernst, was du dir da angetan hast mit dem langen Überdecken und hin und her, das war auch nicht das Beste überhaupt. Erst nachdem ich sie abrasiert habe, war ich sowas von frei. Natürlich, es gibt immer irgendwelche Eingrenzungen. Dafür habe ich jetzt einen Vorteil. Ich brauche nur 5 Minuten unter der Dusche. Ne? Das haben andere Mädels mit Haaren nicht. Und vor allem, wieso lasse ich einen Zustand auf meinem Kopf? Was soll das? Ich meine, gut, das ist jetzt gerade, wie gesagt, es sollte eigentlich alles eine Länge haben, hat es aber nicht, weil die Löcher dazwischen sind. Ja, es ist immer noch etwas Zustand, aber es ist ein gepflegter Zustand. Und ganz ehrlich, wenn man zu Hause ist im Sommer, ne, die Perücke abhackt, ne, also ich kann es euch nur empfehlen, ihr könnt dann Lappen drauflegen, was auch immer. Ihr müsst aber aufpassen, ich habe mir das eine Mal auf dem Balkon, habe ich mich nicht eingecremt, habe ich mich da schön hingesetzt. 2 Stunden lang, Buch gelesen und so. Ja, ich mir mal die Rübe verbrannt, ne? Also, da muss man aufpassen, definitiv Sonnenschutz benutzen, ihr Lieben. Ja, ansonsten, was soll ich noch sagen? Es kommen wieder Perückenvideos. Ich hatte bloß nicht wirklich Zeit, welche zu drehen. Ich hatte auch zwischenzeitlich nochmal welche, die ihr gar nicht kennt. Die sind aber, ich sag mal so, alles kurzer, alles von AliExpress und die eine ist auch im Sommer tragbar, definitiv. Und die anderen haben halt eine volle Kappe und diese volle Kappe ist, sag ich mal so, also die ist wirklich warm. Also ich empfinde es als warm, vielleicht ist es auch nur eine Einbildung, aber ich finde schon warm, wenn man da so eine volle Kappe auf dem Kopf hat und nee. Es muss dann sein. Naja, ansonsten könnt ihr mir vielleicht mal ein paar Tipps da lassen. Ich habe auch versucht, irgendwelche Turbane zu binden. Habt ihr auf Instagram vielleicht auch schon gesehen. Not macht erfinderisch. Ansonsten hilft nur eins. Abends ein schönes Glas mit Bacardi, Res und Schweppes, Wildberry, Himbeeren und auch noch Eiswürfel, liebe Mette.
Es ist so lecker. Aber nicht das Trinken hier anfangen, ne? So geht's nicht. Nein. Aber ja, was soll's. Wir haben aktuell dieses Aussehen. Es ist nun mal so. Ich finde auch, ich habe gar nicht mal so einen schlechten Kopf für die Frisur. Wenn sie denn voll wäre, warten wir da einfach mal drauf, dass es irgendwann soweit ist. Es wächst ja überall. Also man sieht wirklich, ich habe euch ja langsam, man sieht es ein bisschen, dass hier so langsam... Hier ist ein kompletter weißer Flaum. Ich weiß nicht, ob man den jetzt überhaupt erkennen kann. Also hier sind Haare, die verstecken sich nur. Manchmal dauert das halt, bis die sich da irgendwie... Ja, was soll's. Und hinten habe ich halt ja diese... Ist so. Ansonsten, mir geht's gut. Blutwerte waren auch alles in Ordnung. Letztes Mal, wo ich da war. Ich kann mich sonst nicht beklagen. Gesundheitlich... Alles in Ordnung. War auch schon lange nicht mehr krank. Ja. Muss man auch nicht haben, ne? Nein. Also das war's dann auch. Ach so, noch ganz wichtig. Ich hatte, glaube ich, das letzte Mal so einen Schub im Dezember. Da hat auch immer ja mein Knie gejuckt. Mein Knie hat gejuckt, weil das war wie Neurodermitis. Also es ist, der Arzt sagte, das ist eine Hautreizung hin und her und bla bla bla. Es waren richtig sowas wie Pusteln, ne? Also die ich am Knie hatte, so kleine. Und ich habe, das hat so gejuckt. Es hat so gejuckt, bis ich eine Creme vom Hautarzt bekommen hatte mit Cortison. Die war wirklich kortisonhaltig und das habe ich drauf geschmiert. Aber ich habe festgestellt, seitdem ich es einfach akzeptiert habe, ich kratze mir nicht an mein Knie. Ich bin nicht mehr so unruhig und auch der Weg, also es ist ein sehr schwerer Weg. Gerade wenn man so ein hibbeliger Mensch ist oder beziehungsweise ein sehr impulsiver Mensch, emotional, aber auch irgendwo verletzlich, sich Sachen zu Herzen nimmt, ist es ein schwerer Weg zu lernen, dass der Einzige, dem du gefallen musst, du selbst bist. Hast du vorhin bei Facebook gelesen, finde ich nämlich super. Nein, aber das ist klar. Und du musst es nicht jedem recht machen. Nein. Du musst nicht aus Nächstenliebe sagen, ja, ich mache das jetzt, obwohl du es überhaupt nicht möchtest, weil du dich da reingedrängt fühlst. Nein, du musst auch mal lernen, Nein zu sagen. Nicht immer nur Ja. Weil klar muss man auch in manchen Momenten Ja sagen oder wie auch immer, also dass man hilft. Das ist selbstverständlich. Aber diese ständigen Zwänge, die ich in der Vergangenheit hatte. Ich musste das. Ich musste meine Wohnung aufräumen. Ich habe mir selber Vorschriften gemacht. Es muss jetzt alles fertig sein, weil du willst jetzt hier in Ruhe, deine Ruhe haben und es muss heute passieren. Und habe mich selber damit unter Druck gesetzt. Nein, es muss nicht. Ich möchte, sage ich mir jetzt immer, ich möchte meine Wohnung aufräumen. Ich möchte heute noch einkaufen gehen. Ich möchte das noch machen. Ich möchte das noch machen. So nehme ich mir, sage ich mal, auch den Stress und den Zwang, dass ich das noch an dem Tag machen muss, natürlich erstmal dann, aber ich möchte. Ich kann auch mir sagen, nee, dann gehe ich morgen. Aber wenn ich mir denke so, oh nee, heute ist besser, weil ich morgen keine Lust habe, dann gehe ich halt heute. Aber es ist halt, ich möchte und ich muss nicht. Man muss gar nichts. Nein. Ja, ich sag mal so, es ist so lang das Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne in der Infobox. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, gerne auf Instagram folgen. Und da irgendwelche Fragen stellen, dass wir vielleicht irgendwas sammeln, dass ich dazu ein neues Video mache, wenn ihr was genauer wissen wollt. Wenn ich euch irgendwas zeigen soll, helfen soll, wie auch immer, sagt's mir. Wie gesagt, mit den Videos drehen ist im Moment durch den Sommer ein bisschen anstrengend für mich. Aber ich versuche euch so viel zu helfen, wie ich kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Wenn es dann mal wieder wahrscheinlich um Haare geht, so wie immer. Ja, mal schauen. Also es wird wieder auf jeden Fall um Perücken gehen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.